Ja, da steht er, der Panzerkampfwagen 4, ein echt schickes, ja, Panzermodell aus Klemmbausteinen. Habe ich euch bereits hier im Kanal gezeigt. Schon zusammengebaut, 1100 und ein paar zerquetschte Teile, 20 Euro. Ein echter Schnapper, ein tolles Modell, hat richtig Spaß gemacht. Aber was braucht man hier natürlich noch? Ja, ich habe jetzt hier einen deutschen Panzer, der braucht einen Widersacher und den habe ich, ja, da drüben stehen. Wir schwenken mal hoch und ihr seht, jawohl, ich habe hier mal von Kobi einen Panzer besorgt, den Sherman M4A1 aus der Historical Collection. Und den schauen wir uns heute mal an, beziehungsweise bauen ihn zusammen und vergleichen auch mal, ja, ob der hier mithalten kann. Ich vermute von der Größe her wahrscheinlich eher nicht, denn das hier sind 1100 Teile und hier der kleine Sherman-Panzer, der hat gerade mal 480 Teile, eine Minifigur, sieht aber cool aus. Also muss ich sagen, hat mir einfach so optisch gut gefallen. Die haben ja massig Panzer im Angebot und ich stand da am Regal und dachte, meine Güte, welchen nehme ich denn jetzt? Ich habe hier vier, fünf, sechs verschiedene in der Hand gehabt und habe mich dann hier im Endeffekt dann doch für den Sherman entschieden, weil das eben für mich so ein richtiger Klassiker aus dem Zweiten Weltkrieg ist und der auch so eine schöne, etwas ungewöhnliche, knuffige Form hat für so einen Panzer. So, werfen wir noch einen Blick hier auf die Rückseite. Dort könnt ihr sehen nochmal den Panzer aus einer anderen Perspektive. Wir können den Turm drehen, ein paar Klappen öffnen, das Kanonenrohr nach oben und unten stellen und ja, vielleicht fährt er sogar, denn das ist so ein kleines Problem hier mit dem Panzerkampfwagen 4. Wenn ich den schiebe, dann ja, rutscht der hier nur, es sei denn, ich drücke richtig dolle fest oder habe einen griffigen Untergrund, dann geht das mit den Ketten, aber ansonsten, da rollt er eben gar nicht. Vielleicht macht das ja Kobi hier etwas besser. Ich habe ja nur Gutes von Kobi bisher gehört, habe aber noch nie was von den Polen gebaut, deswegen bin ich sehr gespannt und wir packen den jetzt mal aus. Okay, Kobi-Panzer, dann schauen wir mal, wie gehst du eigentlich auf? Gibt es hier irgendwelche Sollbruchstellen? Aber nee, sehe ich nicht. Ihr seht auch noch hier oben, ja, da ist noch das Preisschild dran. 33 Euro kostet er. Auch bei Amazon, wenn man ihn dort bestellt, kann man den für 33 Euro bekommen. Ich werde euch das Ganze hier in der, hey, der geht aber schwer auf, in der Videobeschreibung verlinken, Freunde. So, ich sehe schon die ersten Tütchen, also raus damit. Und oh, das war's schon. Die Packung ist leer und kann zur Seite. Was haben wir denn hier Schönes drin? Einmal natürlich unsere echt groß geratene, ja, Anleitung, ein Anleitungsheftchen. Und wir haben Tüte 1 und Tüte 2. Und in Tüte 1 und Tüte 2 sind wiederum ja eine ganze Menge Tüten drin. Und zwar 9 Tüten in Tüte Nummer 1. Jetzt muss ich aber hier mal reinschauen mit euch, bevor ich hier Tüte Nummer 2 aufmache, ob da vielleicht wirklich so eine Bauschrittnummerierung oder die beiden Bausteps hier getrennt beschrieben werden. Kommt mal ein bisschen näher ran. Und wir werfen mal einen Blick hier in die Anleitung. Was ich hier schön finde, man bekommt hier noch eine ganze Menge Informationen, von wann bis wann der Panzer in Betrieb war, von 1942 bis 57, wo er herkam, Vereinigte Staaten, ein mittelstarker Panzer, 30,2 Tonnen schwer, hat eine 76 mm Panzerung an der dicksten Stelle und so weiter und so fort. Hier, was für ein Motor drin ist, was für Geschosse er abfeuern kann, wie viele Crewmitglieder drin waren und dass er 48 km/h maximal schnell fahren konnte. Natürlich hier alle Sicherheitskennungen, alles da, was man so braucht. So, machen wir das Ganze mal auf und oh, was ist denn das? Das ist, sieht ja fast aus wie eine Sammelkarte. Auf jeden Fall schick. Ach, schaut mal her. Was haben wir denn dort? Das ist ja wie ein Quartettspiel. Kann man hier etwa, wenn man sich die ganzen Panzer hier zulegt, damit ein Quartett bauen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Werte, die hier angezeigt werden. Mit irgendwelchen Punkten. Sehr interessant. Also, kennt das von euch vielleicht schon jemand? Habe ich echt noch nie gesehen. Was haben wir denn hier stehen? KobiGames.com. Vielleicht muss ich da mal drauf gehen. Auf jeden Fall, ja, interessant. Ja, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und wir haben einmal hier, ja, da haben wir schon Tüte 1. Jetzt schaue ich mal hier schnell drüber, ob ich dann auch hier irgendwo diese Tüte 2, also diese große Tüte mit den vielen Tüten, finden kann. Nee, habe ich nicht gefunden, hier die Tüte Nummer 2. Sehr merkwürdig. Entweder habe ich mich jetzt hier dreimal überblättert und habe es nicht gesehen, oder
Das ist nicht dabei. Finden wir im Laufe des Baus aber noch raus. Schauen wir mal, wie wird denn hier bei der Anleitung gezeigt, was wohin kommt. Wir haben einmal hier Pfeilmarkierungen. Wir haben dann nochmal hier, ja, ich denke mal, was schon gebaut ist, wie es aussieht. Das ist immer hier so ausgegraut und die Teile, die drauf kommen, sind dann dementsprechend farbig. Druckqualität, die sieht echt sehr gut aus. Also auf den ersten Blick macht das einen sehr guten Eindruck und ich denke, nach der Anleitung hier können wir sehr gut bauen. So, und das Ganze geht ja über, oh, da hinten ist eine Menge Werbung noch drin, über insgesamt ja 77 Bauschritte und ja eine unbekannte Anzahl von Seiten, denn wir haben hier keine, ne, wir haben hier echt keine Seitenanzahl dran stehen. Okay, also 77 Bauschritte über ein paar Seiten verteilt. Und dann hier hinten gibt es da natürlich noch ein paar andere Modelle aus der Historical Collection. Die ist cool hier. Battleship Bismarck, da braucht man aber Platz für. Die Tirpitz, auch eine coole Sache. Und da haben wir den Sherman Panzer. Und ihr seht schon noch eine ganze Menge andere Panzermodelle, die die hier im Angebot haben. Es gibt noch viel mehr, wie die, die hier drauf sind. Ah ja, genau, hier. Da haben wir nochmal den Sherman, den habe ich auch gesehen. Kenne ich gar nicht, sieht aber irgendwie merkwürdig aus. Ja, und hier haben wir es, ach, Collectible Game Card Inside, KobiGames.com. Tatsächlich, damit kann man hier irgendwas spielen. Der ist ja auch nett hier, ein alter Mercedes vom, ja, vom Feldlazarett oder so. Okay, bevor ich mich jetzt hier totschwafle, würde ich sagen, wir fangen mit dem Bauen direkt mal an. Ich verteile mal hier von Bauabschnitt 1 die ganzen Sachen auf meine Tellerchen. Und dann geht's los, mein erster Kobi-Bau. Wir sind jetzt hier bei Bauschritt 14. Ich mache mal eine erste Pause und muss sagen, es ist echt mal wieder ungewohnt, hier mit Bausteinen zu bauen, die auf jeder Noppe was draufstehen haben. Denn genau wie Lego macht Kobi das so, auf jede Noppe schreiben sie Kobi drauf. Ja, wieso nicht? Ne? Also ist, wenn man mit vielen, ich sag mal, ja, Fremdherstellern arbeitet, wie hier zum Beispiel, dort seht ihr, dort ist gar kein Branding auf den Noppen drauf. Hier bei dem Kasi Panzer, aber hier bei Kobi, da ist das wieder der Fall. Die Qualität der Bausteine, die ist auch, ich würde mal sagen, gut. Nicht immer ganz sehr gut. Für ganz sehr gut fehlt mir da ein paar Mal noch so, ja, der letzte Schliff hier bei den schwarzen Bausteinen. Dort sieht man schon manchmal, dass die da verkratzt sind und etwas vermackt sind. Nicht in einem schlimmen Ausmaß, also das überhaupt gar nicht, aber sie sind eben nicht ganz perfekt. Aber sie sind gut und bauen lässt es sich mit denen sogar sehr gut. Da klippt alles richtig schön satt ineinander und das macht Spaß. Also man drückt sich hier nichts kaputt an den Fingerchen, alles soweit schön. Was man aber hier immer deutlich sieht, sind hier diese Gussstellen. Hier zum Beispiel bei den Steinen, also da sieht man die hier recht deutlich. Und auch hier an ein paar anderen Stellen, wie zum Beispiel hier oben auf den grünen. Also da hätten sie ein bisschen schöner das Ganze noch nacharbeiten können. Aber das ist schon, ja, ich sag mal, meckern auf recht hohem Niveau. Man muss eben am besten mal schauen, dass das immer so ja, ein klein bisschen gleichmäßig dann aussieht oder dass man es so dreht, dass man es dann im zusammengebauten Zustand nicht mehr sieht, weil das ist immer nur auf einer Seite. Einmal hier und ja, hier ist dann nichts zu sehen. Das ist die Schokoladenseite. So Leute, also das wollte ich euch mal kurz zeigen. Wir haben hier die Bodenpartie gebaut aus so kleinen Platten, verschiedensten Größen und Längen, alles zusammengesteckt. Da sind hier schon die ganzen Radaufnahmen dran, wo dann später die Kettenräder drauf kommen. Hier vorne haben wir eine Bauumkehr hingebaut, genau das gleiche auch hier auf der Rückseite. Und ansonsten ja, gibt es da nicht viel zu sehen, ist aber ein sehr, sehr solides ja, sag ich mal, Mittelteil. Und dann haben wir hier noch einmal die vordere Aufnahme, wo dann hier die Kette drüber läuft, das Führungsrad. Das lässt sich auch gut bauen. Hier lässt sich echt gut über die Achse drüber schieben. Eine perfekte Passform, würde ich mal sagen. Und das Ganze dann nochmal etwas anders gebaut hier für das Hinterteil. Dort haben wir nämlich hier zwei von diesen Zahnrädern oder von diesen Rädern, die sich auch unabhängig voneinander drehen lassen, aber nachher natürlich dann zusammenarbeiten. Ja, also, soweit sind wir gekommen. Und eine gute Sache noch. Wo habe ich es denn gesehen? Hier kann man es sehen, wir haben Drucke, das heißt keine Aufkleber bei diesem Set. Dafür gibt es immer einen Daumen hoch. Drucke sind super, Aufkleber sind, naja, ihr wisst, was ich meine. Also, wir bauen mal weiter. Ihr seht, hier habe ich noch eine Menge liegen und das ist alles hier Bauabschnitt 1, Bauabschnitt 2, den habe ich hier hinten noch liegen. Mal schauen, ob der noch hier richtig beschrieben wird oder ob mir irgendwann einfach hier die Teile ausgehen. Also, ich mache mal weiter.
jetzt kann man erkennen, jo, das wird ein Panzer, also so mit ein bisschen Fantasie auf jeden Fall. Und was wir auch erkennen können, wenn ich hier mal umräume und den mal hier daneben stelle, ja, der wird doch deutlich kleiner als hier der Panzerkampfwagen 4. Klar, war auch so zu erwarten. Ist ja nicht mal die Hälfte der Teile, die hier verbaut wird. Aber dafür, ihr seht schon, ich habe hier noch ein paar bedruckte Teile gefunden. USA 306-2956 steht hier auf dem Stein. Schön in weiß gedruckt und das gleiche nochmal hier auf der anderen Seite. Also, wir haben hier schon mehr vom Aufbau jetzt draufgepackt, hier mit den größeren Steinen, mit ein paar Platten. Wir haben hier ganz interessant die Lampen gebaut. Das ist hier einfach auf so einem, ja, auf so einem C-Clamp ist das hier reingeklemmt. Und die Lampen, das sind ja sowas wie Transparentteile, aber die sind nicht richtig transparent, sondern mehr so, ja, gelblich-Milchglas-Optik. So sieht's aus, ganz nett. Einmal von vorne geschaut, dann haben wir hier noch eine recht große offene Partie. Hintenrum, ja, da ist eigentlich kaum was passiert, denn wir bauen erstmal hier die Front zu. Also das hier wird nochmal geschlossen und zwar mit dieser Abdeckung hier. Und da ist auch eine ganz große bedruckte Fliese drauf, eine 4x4er Fliese mit diesem Stern. Und nebendran haben wir nochmal eine normale grüne Fliese und hier nochmal so eine, ja, so eine Spezialfliese, wo dann ja das bewegliche Maschinengewehr oder sowas oder eine kleine Kanone da drauf ist, die man hier hoch und runter stellen kann. Und wenn ich es mal nach unten drehe, seht ihr, wir haben hier so einen Hinge, so ein Gelenk, wo man dann hier gleich noch mal ein bisschen was einstellen kann. Denn das wird jetzt einmal hier draufgepackt und zwar so. Und dann können wir nämlich mit diesem Gelenk genau die Schräge hier einstellen. Hier kann man das sehen, dass dann hier vorne auch alles zu ist. Und dann sieht unser Sherman von vorne schon, ja, recht proper aus. So, die Kanone ein bisschen hochstellen. Schön. Also, es nimmt langsam Formen an. Dort sind wir bei Bauschritt 29. Das Ding haben wir eingebaut. Hier muss ich noch ein paar Kleinteile hinten dran bauen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Bisher habe ich noch überhaupt gar keine Probleme gehabt. Alles ließ sich sehr gut bauen. Qualitativ alles im absolut, ja, man sieht es im grünen Bereich hier beim Sherman Panzer. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir machen weiter. Kobi ist kein Lego. Das merkt man hier beim Bauen ganz deutlich, denn ja, wir haben hier einige Teile, die gibt es von Lego so gar nicht. Also wer nur Lego gewohnt ist, der wird wahrscheinlich hier so ein Teil noch nie gesehen haben. Das ist ein 1x2er mit nur einer Noppe oder so ein 1x2er Jumperplate, wo die Noppe versetzt ist. So kann man es auch nennen. Ja, habe ich so noch nie gesehen bei Lego. Genauso wie diese Hinge-Plates hier, also diese Gelenke. Das wird hier einfach nur eingesteckt und funktioniert auch. Ja, ist eben ein kleines Gelenk. Und das gleiche gilt für diesen Stein hier, ein 2x2er, wo zwei Noppen genau in der Mitte platziert sind. Ja, habe ich auch noch nie gesehen von Lego. Das ist hier unten der Stein. Moment, ich nehme mal einen ab. So sieht er aus. Ein 2x2er mit zwei Noppen in der Mitte. Ja, also Kobi ist da durchaus, wie war der jetzt dran? So rum. Kobi ist da durchaus erfinderisch und macht da auch seine eigenen Lösungen, um eben hier die Bautechniken oder die Ergebnisse so hinzubringen, wie sie das gerne hätten. Es gibt ja auch ganz tolle Fliesen, wie hier, schaut mal, diese langen Fliesen hier, diese grünen, ganz toll. So kann man richtig toll verfliesen. Gibt es von Lego auch nicht, aber ihr seht, ein bisschen verkratzt sind die Dinger schon, aber da gibt es wesentlich Schlimmeres. Das geht schon völlig in Ordnung. Auch der Aufdruck hier geht mal wieder völlig in Ordnung, auch das auf einer Fliese. Der ist ein bisschen unsauber hier in der Mitte geraten, aber hey, ich will beim Aufdruck nicht meckern, Hauptsache kein Aufkleber. So, dann haben wir hier noch ein paar Lichtchen dran gebaut und ja, das hier wird wohl die obere Abdeckung werden, die dann irgendwo irgendwie, ja, hier so drauf kommt oder da hinten so drauf kommt. Das werden wir später noch sehen. Schauen wir nochmal kurz hier vorne drauf. Den Bereich, den habe ich euch bereits gezeigt, aber wir haben hier noch zwei schöne Luken angebaut, die man auch öffnen kann. Na, komm, geh auf. So, da kann man sehen, die kann man beide so hochklappen, auch wenn es ein bisschen fummelig gerade ist. Ah, Vorführeffekt. So, Vorführeffekt, aber jetzt ist es offen. Ihr seht, wir haben hier die beiden Luken, da können wir reingucken und ja, die können wir dann auch wieder dementsprechend schließen. Auch dort haben wir einen Aufdruck auf jeder Luke.
Sehr schön. Hier noch eine kleine Rundfliese als Verzierung, vielleicht der Tankdeckel. Wer weiß, wer weiß. Ja, und so nimmt er langsam Form an unser kleiner Sherman-Panzer. Schöne Sache. Auf jeden Fall, was ich wirklich gut finde, ist, das Ding hier ist solide gebaut. Also den kann man bisher überall anpacken. Da fällt nichts ab. Da muss man nicht aufpassen. Alles sehr, sehr solide. Und ja, solide geht es dann hoffentlich auch weiter. Ich mache jetzt hier noch ein paar Verzierungen. Hier oben drauf, da kommen hier noch diese kleinen Säcke und ein paar Kettenglied. Ach, es wird schön. Ich mache direkt einfach mal weiter. Ach, schaut mal her, ich habe die Tüte 2 hier doch noch in der Anleitung gefunden. Ich habe immer hier oben gesucht. Hier geht es weiter mit Tüte 2, aber ich will euch noch hier kurz was zeigen. Ihr seht, ich habe hier dieses obere Teil jetzt fertig gebaut und hier auch schon angebracht. Wir haben hier nochmal diese Säcke aufgebracht und hier so ein paar Ersatzkettenglieder. Und ja, die Schräge wurde schön angebracht. Alles gut und alles schön soweit. Und dann wurde das hier mit diesen Hinges einfach hier aufgesetzt. Wunderbar. Und hier hinten haben wir nochmal ein bedrucktes Teil. Und genau das Teil hier, das sorgt für eine interessante Befestigung. Denn wenn ich das mal hier so zur Seite mache, seht ihr, das ist hier noch alles ein bisschen locker und beweglich. Und hier unten haben wir das schwarze Teil in der Mitte. Das ist so ein abgeschrägter Stein. Und da wird jetzt hier dieses Ding drüber geschoben, dass das quasi unter diesem Stein einrastet. Ich versuche mal, ob man das so sehen kann. So habe ich es runtergedrückt und jetzt, ja, dann löst es sich hier immer wieder. Also, ich bringe es nochmal eben schnell hier an. Das ist aber eine interessante Bautechnik. Also, man muss hier am besten das mit zwei Händen machen, so ein bisschen festhalten und gleich wieder festdrücken, sobald sich das hier gelöst hat. Und dann klappt das auch, dass das hier hinten einrastet und somit kann man hier nichts mehr bewegen. Das ist dann schön festgeklemmt. Ja, schöne Baulösung und vor allem schöne Linienführung hier auch. Also das gefällt mir echt gut. Was mir weniger gut gefällt, ja, das sind hier öfters mal diese Angusspunkte. Ja, man kann natürlich darauf achten, dass man die nach Möglichkeit so baut, dass man sie nicht sieht, aber das ist nicht immer möglich. Hier auf der Seite, da sieht es etwas besser aus. Also da kann Kobi noch ein bisschen was verbessern. Das stört für mein Empfinden die Optik ein klein wenig. Ja, klein wenig, ein kleiner Panzer. Den kann man hier schön erkennen. Und ja, er hat eine schöne, kompakte Bauform. Einiges ist auch schon fertig. Und wir machen jetzt dann mal weiter hier mit dem kleineren Abschnitt. Tüte Nummer 2. Wir sind beim Bauabschnitt 49 übrigens und wir hatten ja, ich habe es schon wieder vergessen, lasst mich kurz spicken, ja, 77 Bauabschnitte. Also, weiter geht's zum Endspurt. Ja, der nervigste Schritt bei jedem Panzerbau ist soweit schon mal geschafft. Ich habe die Ketten hier geknüpft. Ihr seht schon, eine habe ich hier noch liegen. Das sind insgesamt 50 Glieder, die hier zusammengefügt wurden zu einer Kette. Hier kann man das sehen, wie die zusammengeklippt wurden. Am Anfang war das echt ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, lassen die sich eigentlich relativ gut zusammenklippen. Und vor allem, ich habe hier nichts abgebrochen. Also hier ist kein Kettenglied kaputt gegangen. Nö, hat alles gut funktioniert und gut geklappt. Und ihr seht es hier, ich habe auch schon eine Seite aufgezogen, um mal zu sehen oder euch mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn hier die Kette aufgezogen wurde über die Laufräder. Ja, also hat auch bestens funktioniert. Ganz problemlos, keine schlimme Fummelei. Nee, das ging ganz wunderbar. Und ja, jetzt zeige ich euch noch mal kurz was. Zum Beispiel hier die Laufräder. Ich kann das hier nämlich schön hochklappen. Das ist nur, ja, optischer Schein und hat gar keine Funktion. Wir haben hier diese Felgen, die hier einfach nur draufgeklippt wurden. 2, 4, 6 Stück auf jeder Seite. Und dann hier die Teile, die in das C-Clamp reinkommen und dann hier aussehen, als würden die hier diese Räder miteinander verbinden, als wäre das die Aufhängung. Aber wir haben hier natürlich keine Aufhängung, keine Federung, kein gar nichts. Und dann wird einfach die Kette dann hier einmal, ja, drum gezogen, komplett rumgewickelt und dann nochmal zusammengeklippt. Und dann funktioniert das schon. Und ich zeige es euch mal, die drehen sich relativ leicht, die Kettenglieder. Also jetzt, wenn ich es hier auf dem Tisch mache, da, ja, geht mal wieder gar nichts. Der ist einfach zu glatt, aber ist auch völlig in Ordnung. Aber ihr seht, wenn ich hier drunter gehe, ja, also das ist sehr leichtgängig. Auf jeden Fall viel leichtgängiger
als da hinten bei dem großen Kasi-Panzer. Denn ich zeige es euch mal. Ich hole den mal eben flott bei. Mein Gott, das ist ein Riese. So, wenn ich das mal mache und bewege hier, dann da muss ich schon richtig feste drücken, damit sich hier überhaupt was bewegt. Und das ist hier schon eine ganz andere Nummer bei dem kleinen German-Panzer. Also das hat Kobi gut gemacht. Ist sehr leichtgängig. Ich fummel jetzt mal noch die zweite Kette dran und dann schauen wir nachher mal, vielleicht rollt er ja doch, wenn beide Ketten dran sind. Und hier noch ein kleiner Überblick, Freunde. Ich habe nicht mehr viele Teile übrig. Das hier sind die Kettenglieder, die wir quasi in die Reserve packen können. 3 Stück, die sind übergeblieben und können einmal da runter. Und dann habe ich hier noch da ein bisschen was, da, da und hier noch ein bisschen was. Und vor allem, ja, da kommt gleich noch die Minifigur, die, ja, der sieht komisch aus. Aber den schauen wir uns zusammengebaut dann nochmal im Detail an. Erstmal hier die Kette dran fummeln. Och nö, ich habe ein Fehlteil. Kobi, wieso das denn? Mensch, und zwar fehlt mir hier so eine 2x4er Platte. Ja, also ein Standardteil eigentlich. Aber ich hab's nicht mehr. Ich habe hier schon alles durchgeschaut. Ich habe hier nur noch 2x3er, eine ganze Menge. Und zwar hier noch eine 2x4er, aber das ist hier so ein kleines Formteil. Sehr schön übrigens. Aber eben nicht mehr ja, eine 2x4er Platte, wie ich sie hier brauche. Mensch, 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 da haben wir doch ein kleines Fehlteil. Ist aber nicht so schlimm, sowas hat man ja doch zu Hause rumfliegen, wenn man öfters sowas baut. Kram ich mir aus der Ersatzteilkiste raus und dann geht's direkt weiter. Aber wir halten fest. Mensch, erst das Kobi-Set und dann ein Fehlteil. Kobi, ich muss mich entschuldigen. Das Teil hat nicht gefehlt. Ich habe eben nochmal die Tüten durchgekramt, also die leeren Tüten. Ja, da hinten, da liegen sie alle. Und da hat sich das Ding hier tatsächlich noch versteckt. Und warum ich die durchgekramt habe? Na, ich habe ein anderes Teil gesucht. Das habe ich leider nicht mehr gefunden. Also, wir halten fest, das vermutlich oder vermeintlich fehlende Teil ist da, aber mir fehlt dafür ein anderes Teil. Ich will aber nicht tausendprozentig ausschließen, dass ich hier die kleine Antenne hier irgendwo beim Auspacken verloren habe, aber ich habe echt alles abgesucht. Ich konnte sie nicht finden. Die kleine Antenne, die hier hinten in den Turm reingesteckt wird, also hier, da kämen die dann rein. Die fehlt mir jetzt leider. Naja, lassen wir es mal so stehen. Hier habe ich die übrig gebliebenen Teile mit ja, dem hier, das nicht übrig ist, aber ich habe es jetzt halt übrig, weil das andere habe ich verbaut und das fällt auch nicht weiter auf, also kein weiteres Problem. Oder schauen wir nochmal drüber, wie es jetzt hier aussieht. Ich habe den Soldaten stehen, habe hier den Panzerkampfwagen stehen, beziehungsweise den Sherman-Panzer. Und Moment, ich mache mal die Anleitung eben flott weg. So, und ja, also wir halten auch mal fest, auf dem glatten Untergrund, da fährt er nicht. Aber er fährt natürlich ganz, ganz leicht hier mit den Ketten. Wenn ihr da auf dem Teppichboden fahrt, auf dem Tisch, der ein bisschen rauer ist auf der Tischdecke, dann fährt der. Also der ist schon völlig in Ordnung so. Sieht schön aus, sieht cool aus, ist ganz toll, verfließt hier überall. Die Form, die hier so entlangläuft, die gefällt mir echt gut, wie die gestaltet wurde. Auch hier die Heckansicht mit diesen Rücklichtern nach oben. Hat irgendwie was. Ja, hat was Ungewöhnliches auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch den Turm gebaut. Ups, da fällt er schon runter. Da ist er. Auch hier wieder mit bedruckten Fliesen. Der Stern auf der rechten und auf der linken Seite. Und wir haben noch ein bedrucktes Teil. Einmal hier, da ist so eine kleine Luke zu sehen. Hinten dieses 2x4er Formteil. Passt auch schön für die Abrundung. Und ganz cool haben wir hier oben diese Klappe und die können wir dann auch öffnen. So zweigeteilt, aber so richtig einsteigen kann da keiner. Aber wir können unseren kleinen Soldaten da reinstellen zum Beispiel. So, aber jetzt mache ich erstmal den Turm nochmal hier auf den Panzer drauf. Hier ist die Aufnahme. Da ist ja das Steckerchen und das kommt dann einmal hier so rein. Fertig, passt, wackelt und hat Luft. Und da kann sich der Turm dann hier einmal 360 Grad einmal drehen. Und wir können auch das Kanonenrohr hier verstellen. Nach oben und nach unten so ein bisschen. Ja, also schön. Schauen wir uns mal hier den Kameraden an. Ich stelle ihn mal hier auf den Panzer. Und wir werfen mal einen genauen Blick auf ihn. Der ist, ja,
sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Also ich werde hiervon kein Freund werden, die gefallen mir optisch ehrlich gesagt nicht so gut, aber ja, zumindest bekommen sie kein Problem mit Lego, denn der sieht deutlich anders aus als so eine Lego-Mini-Figur. Hier unten, ja, das Gemalte bei den Schuhen ist auch nicht so doll, da ist das Grün hier noch hier drüber, wo eigentlich noch braun sein müsste. Ja, der Aufdruck hat hier irgendwie einen sehr merkwürdigen Aufdruck auch auf der Brust. Sieht alles so ein bisschen fast hautfarben aus, gefällt mir nicht so gut. Ein verbissener Gesichtsausdruck. Den Helm, den finde ich ganz schön. Der ist gut geraten und der Kollege hat kein Wechselgesicht und er hat auch keine Haare. Also ja, ein Skinhead sozusagen. Naja, nee, ist ja Amerikaner. So, und er hat ein kleines Gewehr in der Hand von der Artikulation. Ja, ganz Standard hier, Arme verstellen, die Hände kann man verdrehen, die Beine kann man hier einzeln verstellen, aber ja, also mir gefallen die Figuren hier von Kobi optisch nicht so gut, aber ich verstehe, dass sie hier eigene entwickelt haben, um keinen Trouble zu bekommen mit ja, den guten Freunden aus Dänemark. So, ich setze ihn oder stelle ihn mal eben noch hier in den Panzer rein. Mal schauen, wie das so funktioniert. Also, sitzen wird schwierig. Er hat ja hier hinten keine Noppen, dass man ihn irgendwie befestigen kann. Aber wir können ihn natürlich da reinstellen. Ja, und da steht er drin im Panzer. Das hat dann schon was, ja. Also, sieht dann schon ganz nett aus, wenn er hier so ankommt. Wir haben hier den Panzer. Den finde ich echt schön. Der ist schön geraten. Hier mit der kleinen Kanone, mit der großen Kanone. Die Form haben sie wunderbar hier aufgegriffen. Gefällt mir echt gut, wie das gestaltet wurde hier von Kobi. Die Ketten, die laufen sehr leicht. Sieht optisch auch alles wunderbar schön aus. Wir haben keine Aufkleber, wir haben nur Aufdrucke. Und davon doch schon einige. Vor allem auch hier schön sehr große. Und wir haben einiges hier an Luken, die wir öffnen können. Also hier vorne, die gehen ja auch auf. Bisschen schwer zwar, aber sie gehen auf. Dann hier die Luke und wir können natürlich den ganzen Turm hier drehen. Also im Prinzip eine schöne Sache, doch gefällt mir größenmäßig natürlich kleiner als hier der 1100-Teile-Panzer, der Panzerkampfwagen 4. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht waren die Größenverhältnisse auch so. Aber ich kann euch auch gar nicht sagen, jetzt hier, wie jetzt hier das Scale ist, also das Verhältnis zu den Originalen. Aber was ich sagen kann, ein schönes Ding, hat Spaß gemacht zu bauen, geht auch relativ flott und ja, von den Teilen her, wie gesagt, bis auf die kleine Antenne, die hier hinkommt, hat bei mir nichts gefehlt. Vielleicht habe ich hier auch nur irgendwo hier unter den Tisch fallen lassen. Lass mal sehen. Nö, da ist auch nichts. Naja, halten wir es so fest. Ein schönes Set für um die 33 Euro. Ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung. Freunde, dort könnt ihr das bei Amazon kaufen. Ganz problemlos, ohne Zollstress. Alles gut. Schaut euch gerne auch nochmal hier das Unboxing und das Bauvideo zum Panzerkampfwagen 4 an. Ja, mit dem hat ja hier meine, sage ich mal, meine kleine Affäre mit den Panzern quasi begonnen. Vorher hatte ich da gar keine Lust drauf, solche Panzer zu bauen, aber das Bauen von den Dingern macht echt Spaß. Wobei, eine Sache noch. Ja, eine Schwäche, die mir hier aufgefallen ist bei Kobi, diese Gussnasen. Ich habe es schon erwähnt, die finde ich einfach nicht so schön. Das ist hier bei Kasi schöner gelöst worden. Da sieht man also solche Gussnasen kaum. Also hier ab und zu mal ein bisschen, aber deutlich weniger. Und hier waren die schon ziemlich ja, prominent an einigen Stellen. Also da könnte man vielleicht noch ein bisschen schöner nacharbeiten, Kobi. Aber ansonsten habt ihr hier einen schönen Panzer gebaut. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut!